Willkommen zurück von der Copacabana. Wir übertragen jetzt das Spiel Irland gegen die USA. Ireland against USA from Copacabana Beach at the 8th Homeless World Cup. Und das ist der Führungstreffer für die Amerikaner. 1-0 für USA. Für beide Teams ist es das dritte Spiel in dieser Zwischenrunde. Irland hat gestern Schottland mit 12-5 besiegt. Ireland 0. Ireland won against Scotland 12-5. Das ist das 2-0 für die USA. Ireland hat auch Italien mit 11-3 besiegen können gestern. Und die USA haben zweimal gespielt, einmal 6-6 gegen Italien und dann das Penaltyschießen gewonnen. Und gegen Polen hat die USA gestern 3-5 verloren. Ja, und das ist der Anschlusstreffer für Ira. Ira 1, USA 2. Kind of small and skillful, new contrast of styles, interesting to watch. Wir grüßen natürlich alle Zuschauer in Flannel Brian in Graz. Irish Pub. USA 2, Ireland 1. Großartige Partner bei diesem Public Viewing zum Homeless World Cup in Rio de Janeiro. Das Flannel Brian in Graz. So, wenn wir sehen, was die Jungs aus Irland hier noch zu Wege bringen. Coach Mick Pender aus Irland ist ein alter Hase beim Homeless World Cup. Er ist seit 2003 dabei. Er ist ein Instruktor der irischen Football Association. Hat von diesem Projekt gehört und war sofort bereit, da mitzuarbeiten. Gemeinsam mit dem Sean Kavanagh vom Big Issue in Ireland haben sie das Projekt immer weiter aufgebaut und entwickelt und sie stehen sehr gut da, sind im ganzen Land bekannt und bringen immer wieder sehr, sehr starke Teams zum Homeless World Cup. Noch in dieser Gruppe sind Polen, Italien, Schottland und Russland. Eine europäische Gruppe mit amerikanischer Beteiligung sozusagen. Wenn man Russland zu Fußball-Europa zählen darf. So, jetzt kommen wieder die Amerikaner. Sie haben ja das Team aus dem ganzen Land zusammengesucht und treffen hier zum 3-1. Da hat er übertreten, das kann nicht zählen. Das muss einen Freistoß für Irland geben. Ghana 3, USA 2. Ghana 3, Ukraine 2. So, jetzt kommen wieder die Iren. Über rechts. Whelan. Murphy. Und das gibt ganz sicher einen Penalty. Foul. Chance für Irland, auf ein Tor wieder heranzukommen. Penalty Ireland. Wer wird's machen? Der Murphy. Und er trifft ins rechte obere Kreuzeck. 3-2 nur mehr der Vorsprung für die Estados Unidos. Griffiths. Whelan. Und das ist der Ausgleich. Era 3. Estados Unidos 3. Yes!
Whelan spielt zurück zu Murphy. Milan. The Black Stars playing a good performance. Griffiths am Ball. Griffiths. Whelan. Und Abwehr des amerikanischen Torhüters. USA and Ireland is Ireland 3, USA 3. What looks like a classic match. Ukraine have pulled one back. Ukraine 3, Ghana 5. So, jetzt wieder die Amerikaner über rechts. Gibt hier eine Ermahnung für den amerikanischen Coach. Go for Ghana, number 10. So, Irland ist am Ball. Ghana 6, Ukraine 3. Murphy. Zweimal 7 Minuten, die spielt er beim Street Soccer, beim Homeless World Cup. Große Chance. Jetzt kommt wieder Murphy. Griffiths. Knapp daneben. Whelan verteidigt ungestüm. Es gibt einen Freistoß für die Vereinigten Staaten. Ukraine has scored another one. Ukraine 4, Ghana 6. Ukraine shown why. Und er trifft. 4-3 wieder die Führung für die USA. Und das ist der Halbzeitpfiff. Wir sind gleich wieder da beim Spiel Irland gegen die Vereinigten Staaten. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. USA in Rot von links nach rechts. Und Irland traditionell in Grün, Weiß, Orange von rechts nach links. Irland am Feld mit Griffiths, Murphy und Jess. Griffiths blockt ab, Jess am Ball. Murphy wäre frei, aber er sieht ihn nicht. Der Griffiths sieht ihn. Abstoß. Murphy hat mit seinem Bein den Strafraum betreten. Jetzt wieder die Amerikaner. Griffiths wehrt ab. Murphy. Griffiths. Jess. Griffiths und der amerikanische Torhüter. USA 4, Ireland 3 into the second half. Freistoß für USA. Griffiths, Murphy, Jess. Jess. Die irischen Spieler haben selbst mitgeholfen, das Geld aufzutreiben, dass sie hierher kommen können. Sie haben Fundraising-Aktionen in Supermärkten gemacht, wo sie beim Einpacken geholfen haben und dabei um Spenden, Donations gebeten haben. Jess jetzt am Ball. Steht immer noch 4-3 für USA im Zwischenrundenspiel gegen Irland. 4-3, USA 4, ERA 3. So, jetzt hat der Griffiths den Ball.
von rechts kommend, spielt er zurück zum Jazz. Und er probiert es durch die Mitte. Mir kommt vor, sie halten den Ball ein wenig zu lang. Doch, in dem Fall war es richtig. Griffiths trifft zum Ausgleich, 4-4. Jetzt wieder die Amerikaner. Well done, Team Ghana. Ireland 4, USA 4. So, da sprintet der Griffiths hinein. Was macht er? Er probiert selbst. Da hat noch der Chase die Chance. Und das ist ein Eckball, muss ja eingerollt werden, der Eckball. Auch der Torhüter darf den Ball nur rollen ins Feld, wenn er in Höhe einwirft, ist ein Freistoß für die andere Mannschaft. Jazz wieder am Ball. Der Mick Pender lässt da sein Team relativ lang durchspielen. Aber es ist offenbar die Offensivformation, die er jetzt am Platz hat. Freistoß für Irland. Jazz. Griffiths. Und das ist der Führungstreffer. Nein, er zählt nicht. Er zählt nicht. Er zählt nicht. Freistoß für die Amerikaner. Amerika jetzt nicht mehr so konzentriert und so stark wie in der ersten Halbzeit. Steht immer noch 4-4. So, Jazz. Jazz wieder rechts. Griffiths. Ja, so gehört es gespielt. Einmal berühren und dann ein eiskalter Abschluss. Drei Spieler in der Angriffshälfte. Von links in die Mitte, von in der Mitte noch links wieder. So, und jetzt Jazz ganz allein. Und knapp daneben. England against Kenya. Chess. Welcome England. Probiert's allein. Ein bisschen zu eigensinnig, der Chess. Da wäre der Griffiths jetzt besser postiert gewesen. Griffiths holt sich den Ball wieder. Knapp daneben. Er hat ihn nur am Schuhspitz erwischt, offenbar. Ireland, USA. Ireland 5, USA 4. Nothing much separating those two teams. Verbrüderungsszene geht schon wieder weiter. Murphy ist nicht verletzt worden, Gott sei Dank. Ja, durch die Beine Murphy. Ein steirer Goal für den US-Goalie. Das bedeutet die 6-4 Führung für Irland. Ireland 6, USA 4. So, und jetzt kommt wieder der Murphy. Griffiths fängt den Ball in der eigenen Hälfte ab. Doch noch einmal die Amerikaner. Mit einem guten Schuss, doch der irische Torhüter ist auf dem Posten. Lass ihn nicht überraschen. 0-0. Und das ist das 6-5. Machen es die Amerikaner hier noch einmal spannend. Murphy am Ball jetzt schon wieder. Murphy auf der linken Seite. Jazz spielt Griffith frei. Das ist ein Eckball. Jazz. Noch einmal Eckball. Jazz kommt nicht an den Ball. Hinten steht der Griffiths. Griffiths nach vorn. Jazz. Ion 6, USA 5. Und das ist der Schlusspfiff.
Irland schlägt USA mit 6 zu 5. Dritter Sieg im dritten Gruppenspiel. Wir gehen zurück nach Graz in den Paradeishof zum Public Viewing ins Flann O'Briens zum Rheini-Urban. Ciao von der Copacabana.